Scheint so. Wie nice. Wir können Dach bauen. So. Wir müssen gerade leise sein. Da hier irgendwo Ureinwohner sind. Gott, Strauch. Jetzt höre ich sie nicht mehr, also. Ich gehe nochmal schlafen. Okay, es ist hell. Die sind weggegangen. Die sind nur kurz da gewesen anscheinend. So, ich gucke mir mal einen Lizard. Ich glaube, da brennt der Lizard. Ich habe ein Fenster. Ich bin ein Kind, das aus dem Fenster guckt. Und hier habe ich ein unfertiges Fenster, wo ich durchgehen kann. Wow, er hat ein unfertiges Fenster, Papi. Ich will auch eins. Nein, Kind, dann kommen nämlich ganz, ganz viele Ureinwohner rein. Oh, das will ich natürlich nicht. So. Ureinwohner? Nee. Ja, guten Morgen, Hasilein. Schade, dass der Rabbit... der Rabbit Cage? Ich glaube noch nicht. Das wäre irgendwie toll. Ich hätte gerne einfach einen Hasen. Das wäre voll toll. Dann hätte ich ganz, ganz viele Hasen auf einmal. Die könnte man voll sesshaft werden dann eigentlich, ne? Die Grillen zwitschern, die Vögel zwitschern. Das ist eher eine Grille, aber egal. Aber die Vögel zwitschern auch. Die Bäume fallen um. Was? Die Bäume fallen um? Ja, die Bäume fallen um. Hey, der ist voll... Wie sah denn der Baum aus? Der Baum war irgendwie voll so krumm, so. So richtig, aber. Ich mache erst noch die Tür fertig. Finde ich schöner. Ja, Logik. Der eine Baumstamm im anderen Baumstamm. Wieso auch nicht? Ja, der andere Baumstamm war ja nicht abgefällt. Also, Logik ist nicht vorhanden. Würde ich sagen. Fang an zu regnen. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber egal. Alter, immer dieses Pisswetter hier. Da höre ich erstmal Musik. Hoffentlich ist die Musik lauter als das Pisswetter. Nein, ist es nicht so, wie es aussieht. Ich glaube, das war mein Lieblingslied. Beziehungsweise das Lieblingslied aus The Forest. Dann nicht wirklich, das ist mein Lieblingslied, ne? Ich würde sagen, der Baumstamm ist gefällt. Und ich liebe dieses Spiel. Ich liebe... Egal. Ich liebe dieses Spiel. Egal, welche Bugs es hat. Ich will mich nicht beklagen. Ich liebe dieses Spiel. So. Passt zwar gar nicht zur Musik gerade, aber egal. Wir haben eine Tür. Yeah. Wir haben eine Tür. Was? Wir haben eine Tür? Boah, das war aber jetzt ein kurzer Regen. Vielleicht haben wir jetzt gerade Mittag und wir sind jetzt im Regenwald. Haben sie bestimmt so hingepatcht, so. Pass auf, irgendwann sind hier noch Dschungelbäume, ja. Kommt schon noch. Könnt ihr mir irgendwie gut vorstellen auch. Ach, da ist ja gar keine Tür. Ach, ja. Kann ich hier eigentlich auch ein Dach bauen? Wie hammerhart wäre das jetzt? Man konnte doch auch... Konnte doch auch irgendwie so ein Dach dran bauen. Aber geht hier anscheinend nicht. Oder? Wo habe ich gerade das? Ne, das ist hier unten. Ich will das aber da hoch. Ah. Huh. Cool. Kann ich da drunter dann noch gehen? Scheint so. Wie nice. Wir können Dach bauen. Boah, Leute, wie cool ist das denn? Aber wie bauen wir jetzt hier eine Matte? Mach das Dach doch hier dran. Ich will da auch eins.
Hier geht es irgendwie nicht. Achso, da hoch. Nee, da hoch nicht. Also hier bekomme ich irgendwie kein Dach dran. Hat es nicht den richtigen Drehwinkel? Hm. Das ist aber traurig. Ich hätte da ganz gerne jetzt ein Dach. Wenn es schon die Möglichkeit gibt, also bitte. Dann hätte ich da jetzt gerne auch ein Dach. Ha, so, ne? Wenn es schon gibt, dann will ich auch ein Dach. Eine zweite Etage dann. Das wäre ja so richtig Hammer, halt hammergeil dann. So ein richtiges Haus einfach haben. Weiß ich nicht, ob das so jemand schon in The Forest gebaut hat. So ein richtiges Haus. Am besten baue ich mir eine Luxusvilla mit Whirlpool. Der Whirlpool ist dann dieser Teich da. Geht bestimmt. Ein bisschen weiß schon was und dann blubbert das schon. Bisschen furzen. Alter. Boah. Da geht bestimmt keiner anderer mit. Da will ich jetzt nicht drauf gestanden sein. Den hätte es bestimmt weggeschleudert, so wie ich das. Also halt, mich hätte es wahrscheinlich eher weggeschleudert noch dazu. So meinte ich das Ganze. Das wäre wahrscheinlich dann gewesen. Dann hätte es mir einfach 10 Meter weiter weggeschleudert. Hängt es eigentlich? Ne, es hängt. Ah, egal. So, ich hole noch das von dort oben. Ach, da liegen zwei. Ja, dann hole ich nur eins. Also halt, dann nehme ich nur das eine jetzt mit. Hä? Ach, ich habe denn das andere reingebracht. Manu. Ich wollte das andere doch fertigstellen. Und nochmal einen Baum umholzen. Ich will ja probieren, ob ich da was anbauen kann noch. Oh, ein Vogel. Wenn der nicht mehr rausfliegen könnte, dann hätten wir auch ein Haustier. Aber das wäre arm für den Vogel. Den würde ich dann. Das wäre dann auch nicht schön für den Vogel. Hauptsache, das große Haus hat eine Tür, ne? Aber diese Türen da, wo man dann. Diese möchte gern Türen, wo man bauen kann, die nicht. Nee. Ich hoffe, der Spielstand wird nicht allzu oft gelöscht. Ist ja total traurig jetzt, weil ich extra mal mir voll Mühe gebe mit einem Konstrukt. So richtig halt, ne? Ich wusste nicht, dass man da genauso gut bauen kann. Das war mir nie so richtig klar. Dass man da schon fast richtige Häuser bauen kann. Aber auch nur fast richtig. Sind ja nicht wirklich richtige Häuser. Ja, Ferien sind schon praktisch. Baust hier rein. Okay, ich kann nicht so durch. Komme ich hier irgendwie so hoch? Nee. Wie komme ich denn ja jetzt hoch? Ich komme da auch nicht hoch. Jetzt bin ich oben. Okay, mal gucken. Können wir jetzt... Komm schon, ich will da auch eine Plattform ran. Wieso geht das da nicht? Muss ich das verstehen oder hat das einfach keinen Sinn, wieso das nicht geht? Jetzt bin ich wieder durch. Geglitscht. Ich verstehe es nicht, wieso ich da nichts dran bauen kann. Da aber wieder, oder? Ja. Da könnte ich wieder was dran bauen. Ich könnte einen Balkon bauen. Dann mache ich hier ein Treppenhaus. Dann mache ich hier einfach ein Treppenhaus. Wenn es so ist, dass ich das anders nichts dran bauen kann, dann mache ich hier einfach ein Treppenhaus. Eiskalt. Hm. Dann mache ich das so. Mann, oh, das ärgert mich manchmal, wenn man so bestimmte Sachen nicht machen kann, obwohl ich sie eigentlich gehen müsste. Ach, Leute. So, ich mache hier die in der Ecke noch. So. Guck nochmal kurz da rein.
Das geht ja eigentlich da bei dem Stein, aber da ist eh schon Ende. Das heißt, es macht nichts. Ich könnte eigentlich ein mehrstöckiges Haus dann bauen, oder? Könnte ich, wenn ich jetzt hier... Kann ich hier überhaupt nichts machen mit dem Teil? Kann das nicht mal hoch oder wie? Doch, hoch geht. Eh. Könnte ich jetzt... Nicht hier irgendwie dran bauen? Ich meine, ich habe das Teil, ja? Kann ich das nicht... Hey, mit was willst du das gerade verbinden? Hä? Muss ich das verstehen oder nicht? Ich hätte es da ganz gerne noch so ran. Aber es geht nicht. Doof. Wäre bestimmt voll cool. So ein mehrstöckiges Haus wäre nice, ja. Es sind auch erstaunlich wenig Ureinwohner gerade da. Akku fast leer. Ja, fast. 15%. Ist klar. Ist klar. 15% ist immer noch ein bisschen was. Reicht schon noch für ein paar Folgen. Ist der Baum groß genug? Ich hoffe. Ich müsste eigentlich alle Bäume, die in der umliegenden Gegend von meinem Haus sind, auch die da drüber halt, abholzen. Ich könnte auch einfach jetzt mehrere schon mal abholzen. Und die dann später erst einsammeln. Dann muss ich, kann ich theoretisch mehr bauen. Aber ich habe auch Angst, dass die einfach wegkullern. Deswegen fälle ich jetzt einfach nur zwei Bäume und hole mir dann die Baumstämme. Vielleicht fällt die da vorne auch nochmal schnell weg. Totalrodung, yeah! Essen sollten wir auch mal was. Später. Ja, schlag erstmal den Baum. Genau. Das ist ein Ritual. Erstmal schlagen, bevor man ihn fällt. Das ist das Zeichen der Dankbarkeit, ja. So quasi, wenn du eine Hand blutet, dann darfst du mich fällen. Oder beziehungsweise, wenn deine Axt blutet, weil die Axt sieht auch sehr blutig aus. So. Beziehungsweise, die Axt blutet ja nicht, wenn, dann ist es ja irgendein Blut. Mit Hef, wieso liegt denn da hinten ein Baumstamm? Ich drehe mich einfach um und frag mich. Und renne jetzt da runter und baue mal schön. Soll ich die oberen Etagen bauen? Weiß gar nicht. Ich baue erstmal das hier. Ich hätte das Ganze irgendwie anders bauen müssen. Das ärgert mich immer. Aber es wird irgendwie nie so, wie man es hier richtig geplant hat. Kennt ihr das, wenn er was plant, aber dann wird es doch nicht so? Meistens wird es besser, aber auch nicht immer. Da hinten liegt noch ein Baumstamm. Ganz weit entfernt von den anderen. Der ist bestimmt sehr einsam. Ich füge ihn mal zu dem anderen Kumpel hinzu. Ja, die Baumstämme blockieren jetzt schon wirklich die Sicht. Das haben sie eigentlich ganz realistisch gemacht. Ich habe nichts gegen die Realität. So. Ja, auch irgendwie dann dumm. Ich esse schon mal was. Ein Lurch. Ich esse immer nur Lurche. Versuche ich auch irgendwie irgendwann, keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich, weil sie einfach Rüstung auch noch geben und die Hasen einfach nichts dann. Wie sieht der aus? Voll krüppelig. Nom nom nom. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, unser Haus. Von weitem. Schäbig. Richtig schäbig einfach nur. Aber so muss es ja auch aussehen. Die Ureinwohner erwarten ja nichts anderes von uns. Sonst denken sie, wir sind irgendwie so Luxusbauer oder so. Und das wollen wir ja nicht. Sonst sind sie vielleicht böse auf uns. Wir könnten
auch einfach diesen Aufgang von der zweiten Etage auch hier machen. Hier draußen so. Was brauchen wir denn überhaupt dafür? Custom Building. Eine Treppe? Nee, die ist zu klein. Sowas. Oh Gott, das war nur ein Vogel. Schreck mich. Die Vögel erschrecken mich hier in der Forest irgendwann voll. Kommen immer ganz unerwartet. Lizard, ich hab dir doch nicht mal was getan. Was denkst du von mir? Oh. Ich wollte den Baum fällen. Keine Sorge, ich wollte nur den Baum. Ach, ich hab keinen Baum mehr. Hust. Da tut man den Lizard eigentlich eh nichts, aber dann. Ich glaube, der wusste, was wir mit seinen Kumpeln gemacht haben. Dann war er beleidigt und ist abgehauen. Kann ich natürlich auch verstehen. Muss man einfach verstehen. Ich wäre auch abgehauen. Wahrscheinlich. Aber es ist sehr ruhig und dort hinten liegt ein Baumstamm. Den hole ich mir jetzt einfach mal. Da ich keinen Baumstamm verschwenden will, wenn das Spiel neu lädt, weil sie bei mir aufgehört haben und dann. Aber so liegt keiner, oder? War das der einzige? Lag da nicht noch einer? Hier so irgendwo? Nee. Oh, hier ist ein Patrouillenschild. Ich nenne das einfach mal so. Oh, Baumstamm. Achso, das war ein Stein. Das sah gerade so aus wie so ein Blueprint. Es ist. Mann, diese Vögel, die machen mich so paranoid. Konnte den Stick aufheben. Seit wann das? Alter, aber die Vögel machen mich total paranoid irgendwie immer. Irgendwie macht mich hier alles paranoid, habe ich das Gefühl. So, komme ich hier hoch? Scheint alles so zu gehen, wie ich es mir vorgestellt habe. Bäm, voll rein so. Aber ich habe das Gefühl, wir sind hier ganz sicher eigentlich. Hab ich das gerade echt gesagt? Das ist immer bei Horrorfilmen dann so, dass das dann ein bisschen anders ist dann eigentlich. Könnte ich hier wieder so oben drüber bauen? Ginge sowas? Irgendwie nicht. Dann nicht. Mano. Ich glaube, die Ureinwohner kommen da nicht hoch. Nee, die kommen überall hoch, habe ich immer das Gefühl eigentlich, weil die so richtig krass springen können. Wisst ihr ja. Guck mal kurz, Timer. Oh, immer noch 15%. Was ist denn da los? Eine Minute? Okay, dann lasse ich dich an, dann vergeht der Akku eh schneller. Ach ja. Die Handys verlieren so schnell ihren Akku-Ding. Erst laufen sie so lange und dann ging auf einmal geht nichts mehr. Und ihr könnt doch immer diese App schließen, so. Da wo man dann die Apps wieder aus seiner Leiste da löschen kann und so. Ist halt quasi sind noch geöffnet, weil ihr da einfach rausgegangen seid. Und man sagt doch immer, es spart Akku, aber das tut es irgendwie eh nicht. Also müsst ihr euch da eigentlich keine Sorgen machen, wenn ihr das mal nicht alle löscht. Ich lösche zwar trotzdem immer, weil mich das nerven würde auf Dauer, wenn da immer so viele sind. Aber man spart keinen Akku. Das bringt nicht wirklich was für den Akku angeblich. Vielleicht hat es früher mal getan, aber jetzt angeblich nicht mehr. Habe ich gehört. Das kommt auch hier aus irgendeiner Serie. Habe ich gehört. Ja, das Haus gefällt mir irgendwie. Könnte ich, wenn ich jetzt. Hallo? Click to place. Hä, wieso kann ich jetzt. Basic Wall, hallo? Oh, jetzt geht's. Ich kann die trotzdem nicht hier anschließen.
Es verwirrt mich, wieso nicht? Wieso nicht? Wo hat er das jetzt gar? Ich frag nicht. Okay, eine Folge mache ich noch. Glaube ich. Ich wäre so sauer, wenn das alles nicht gespeichert wäre, ne? Dann wäre ich so. Okay, bis nächstes Mal. Ciao.